So, warum sage ich eigentlich immer so? Ich habe keine Ahnung, aber wir werden uns nun hier oder hier durchzwängen. Hier unten können wir auch durchschwimmen. Hier oben auch. Schwimmen wir unten durch. Und er sieht aus, wie wenn er kacken würde. Nicht unser Problem. Hauptsache, wir müssen ihm nicht zugucken dabei. Ah, da ist was. Ein Schwamm. Alia würde sich sicher über ein Stück davon freuen. Hä, wieso? Hat die keinen Schwamm daheim? Oder wieso musst du auf Meeresgrund tauchen, um deiner Geliebten ein Stück hässlichen Schwamm, Bio-Schwamm mitzubringen? Ich habe keine Ahnung. Ich schneide mal ein Stück ab. Ja, bring ja was mit der guten Alia. Die wird sich freuen. Die wird sagen, ey Junge, jetzt gehst du aber rüber zu Edeka und holst mir was Gescheites. Schlimm mit dem. Wow. Das ist ein Wal oder ein Hai? Hoffentlich ist das kein Hai. Doch, das sieht eher wie ein Hai aus. Ah, das haben sie schön gemacht. Der ist aber nicht an Olaf interessiert. Gut, wer will's ihm verdenken? Geh mal da runter. Los, trau dich. Er guckt gerade nicht hin. Der Hai. Oh, ein Wal. Was macht denn der da? Was für ein Wesen bist du eigentlich? Mensch? Deine komische Stimme. Ein sprechender Wal? Ein Wal? Du? Nein, so habe ich das ja gar nicht gemeint. Ich dachte nur, naja, egal. Erstmal, wer oder was bist du? Ich heiße Olaf und ich bin ein Mensch. Ein Mensch? Von denen habe ich schon gehört. Ihr seht im Prinzip aus wie Nautisianer, aber warte mal. Das erinnert mich an irgendetwas. An was denn? Dass Menschen Wale jagen. Wenn du hierher gekommen bist, um mich zu Tran zu verarbeiten, sei gewarnt. Ich bin stärker, als ich aussehe und ein ernstzunehmender Gegner. Beruhige dich. Ich bin kein Walfänger. Sicher nicht? Absolut sicher. Da hast du aber noch mal Glück gehabt. Ich hätte dich sonst mit meiner Schwanzflosse zerquetscht. Du siehst irgendwie ein bisschen kränklich aus, lieber Herr Wal. Und deine Stimme ist auch komisch. Da hätten sie, glaube ich, einen Synchronsprecher organisieren sollen oder müssen, der eine ganz tiefe Stimme hat. Kennst du den Wasserdrachen, der in der Höhle am Grund des Meeresgrabens wohnt? Du meinst Mjörgen? Jeder kennt ihn. Er hat einst einige meiner Verwandten gefressen, aber heute ist er so gebrechlich, dass er nur noch selten auf Jagd geht. Gebrechlich? Er hat schon so einiges durchgemacht. Aha. Und was hat er denn durchgemacht? Weißt du, wie man Mjörgen besiegen kann? Du willst ihn töten? Du allein? Ihn töten? Nein, eigentlich sollte das gar nicht nötig sein. Bist du verrückt? Wir reden hier von einem Drachen. Mit Drachen setzt man sich nicht hin und diskutiert die Dinge aus. Warum denn nicht? Redest du etwa mit dem Essen auf deinem Teller? Nein, warum sollte ich? Mjörgen tut das auch nicht. Das klingt ja nicht gerade ermutigend. Okay, du scheinst ja viel Mut zu besitzen, wenn du dich dem Drachen entgegenstellen willst. Und ich würde dir gerne helfen. Ich bin stark, kenne mich hier unten aus und kann ausdauernder und schneller schwimmen als du. Es ist offensichtlich, dass du mich brauchst. Na, du bist aber selbstbewusst. Ich kann hier aber nicht weg. Ich muss mich um Minikin kümmern. Wer ist Minikin? Oh, kleiner Fischimann. Der Kleine hier ist Minikin. Er wurde von seiner Schule allein gelassen. Und er ist noch zu klein, um auf sich selbst aufzupassen. Er fürchtet sich schrecklich vor dem Alleinsein. Er flippt regelrecht aus, selbst wenn ich nur zum Atmen an die Oberfläche schwimme. Was, wenn ich einen Freund für Minikin finde? Oder irgendetwas, damit er sich nicht fürchtet? Wenn du das fertig bringst, kannst du auf mich zählen. Zusammen mit mir kann dir nichts passieren. Wir werden es Mjörgen schon zeigen. Ich bleibe bei dir bis zum bitteren Ende. Wenn ich jedes Mal, wenn ich das gehört habe, einen Groschen gekriegt hätte. Der Wal scheint ganz nett zu sein. Was sind das für komische Lichter im Hintergrund? Komische Glühwürmchen? Oder Fische, die uns beobachten oder sowas? Egal. Auf alle Fälle, da denke ich doch glatt an den Zitteraal oder was das vorhin war, was uns diese Knospe da weggenommen hat. Aber okay. Ich glaube auch noch nicht so ganz, dass der Drache mit uns nicht diskutieren möchte. Immerhin hat er ja die Geister der Drachenstolz auch. Das heißt, da waren sie ja noch keine Geister, aber die Menschen der Drachenstolz auch erstmal gewarnt, bevor es verspeist hat. Also von daher.
Ich habe einen großen Spiegel hier in der Nähe gefunden, der Minikens Problem beheben könnte. Was ist ein Spiegel? Das ist ein Gegenstand, den wir Menschen benutzen, um uns selbst zu betrachten. Ist das eine Art Magie? Nein, keine Magie. Es ist eher wie... Wie soll ich es erklären? Einbildung? Wie wenn man auf die Spiegelung auf der Wasseroberfläche schaut. Aber das kennst du ja auch nicht. Ich weiß, was eine Spiegelung ist. Wir Wale schwimmen auch an der Oberfläche. Aber wie soll das Minikin helfen? Ich habe mal gesehen, wie ein Händler einen Papageien auf dem Markt verkauft hat. Einen Papageien? Solche Erklärungsversuche sind schwerer, als ich dachte. Ein Papagei ist eine Art Landfisch, der durch die Luft schwimmen kann und obwohl es für ihn gar keinen Sinn ergibt, lernt er manchmal sprechen. Ich habe auch schon hirnloses Geschwätz von Walen gehört. Das gibt es auch bei Menschen. Aber zurück zum Papagei. Der, den ich gesehen habe, hatte einen kleinen Spiegel in seinem Käfig. Ich fragte den Besitzer, wofür der denn sei und ob der Papagei etwas selbstverliebt sei. Er sagte mir, der Papagei könne sein Spiegelbild nicht von einem anderen Papageien unterscheiden. Also glaubte er, er hätte einen Freund. Das hat ihn offensichtlich glücklicher gemacht. Das klingt ja fabelhaft. Und du sagtest, du hättest einen dieser Spiegel hier gefunden? Das könnte Minikin gefallen. Dann versuche ich mal, den Spiegel hierher zu zerren. Das wäre sehr nett von dir. Aber ich finde das gar nicht gut. Du traumatisierst den armen Minikin ja nur dadurch. Also, der ist ja dann total im Arsch dann. Du kannst horrende Therapiekosten hat das zur Folge. Olaf, du hast Ideen. Kennst du sonst noch jemanden, der es mit Mjörgen aufnehmen würde? Nein, seit Apidulas hat das keiner mehr versucht. Wer ist Apidulas? Ein Nautisianer, der schon gegen Mjörgen gekämpft hat. Etwa 1000 Mal haben sie gekämpft, aber keiner hat je gewonnen. Apidulas? Erzähl mir bitte mehr über Apidulas. Der ist genauso ein altes Fossil wie Mjörgen, aber er war ein mächtiger Krieger. Er hat die Armee der Nautisianer gegen die Titanen angeführt. Ich weiß nicht mal mehr, worum es bei der Auseinandersetzung ging. Das ist eine wirklich alte Geschichte. Wie konnte Apidulas ganz alleine gegen ein solches Monstrum bestehen? Nautisianer kennen keine Furcht. Sie wissen, wie man kämpft und sie haben eine Menge Kriegsgerät. Außerdem hatte Apidulas ein magisches Juwel. Ein magisches Juwel? Ja, es gab ihm große Macht. Was für ein Ding? Da wird Olaf natürlich sofort hellhörig. Was bewirkt Apidulas Juwel? Woher soll ich das wissen? Du fragst mich die ganze Zeit über Apidulas aus, aber ich habe ihn ja noch nie gesehen. Das sind alles so Geschichten, die ich gehört habe. Aber ich selbst bin nicht alt genug, um mich persönlich daran erinnern zu können. Glaubst du, dass Apidulas noch lebt? Hast du irgendeine Idee, wo ich nach ihm suchen könnte? Keine Ahnung. Man erzählt sich, dass er nach dem letzten Duell mit Mjörgen verschwunden und nie wieder aufgetaucht ist. Der hatte keinen Bock mehr auf so unnütze Boxduelle unter Wasser. Ich weiß ja nicht viel über Wale, aber leben die nicht eigentlich in Schulen? Ich brauche keine Schule. Ich kann mich ganz gut um mich selbst kümmern, ohne dass ich irgendjemandes Geschwätz ertragen müsste. Ich komme ganz gut klar. Wie sehen denn diese Nautisianer aus, von denen du gesprochen hast? Sie sehen ungefähr aus wie du, aber sie sind größer und haben Flossen auf dem Rücken. Haben sie den Steintempel hier in der Nähe gebaut? Soweit ich weiß, waren das sie und die Meerestitanen. Aber wen interessiert das? Das ist doch längst Geschichte. Bis später. Okay. Uns interessiert das. Das sind wieder diese Leuchten. Gut, dass es diese Pflanzen hier gibt. Es wäre sonst ganz schön dunkel hier. Ich würde eher sagen, welch Zufall, dass es diese Pflanzen hier gibt. Was haben wir denn? Den Schwamm, Reste eines Fernglases, den Kelch. Oh, das ist ja hübsch hier. Gibt's da irgendwas? Da ist wieder so eine leuchtende Pflanze und seltsame Geräusche. Was in aller Welt ist das? Das sieht weder wie eine Pflanze noch wie eine Koralle aus. Eher wie eine Art Schrift. Aber das kann nicht sein. Kommen wir wahrscheinlich erst später dazu. Gehen zum Kopf der Statue. Das haben sie schön gemacht. Oh. Musik. Eine Muschel. Was für eine ungewöhnliche Muschel. Es kann sprechen. Das ist mein Text. Hä? Wo sind überhaupt deine Kiemen? Ich brauche keine. Und Flossen? Ich... Warum machst du denn immer... Was ist das? Was ist was? Was hast du denn für eine komische Schale? Ich habe noch nie ein so kleines und weiches Ding. Jetzt übertreib mal nicht. Igitt, Igitt! Du bist so hässlich.
hässlich wie ein Mensch. Na ja, ich bin tatsächlich... Hör zu. Ich glaube es ja nicht. Du bist wirklich ein Mensch. Widerliches Gesicht. Keine Flossen. Atmet Luft. Und wenn ich eine Nase hätte, würde mich der Gestank sicher umhauen. Also... Das ist ja wie in diesem Märchen, das mir meine Großmutter erzählt hat. Ich glaube, ich muss erst mal... Was ist los? Naja, wir sagen zu Hause immer, quatsch dich ruhig aus, bis nichts mehr geht. Ein Krampf in einem solch riesigen Mundwerk muss ja höllisch wehtun. Die muss kotzen, Olaf. Okay, vielleicht kann ich dir ja helfen, obwohl ich nicht sicher bin, warum ich das tun sollte. Ich glaube, sie will nicht. Lass mir was einfallen. Ich glaube, sie will nicht. Das ist ja genial. Ich drücke dich wie eine Auster bei einem Festbankett. Yes. Widerstand ist zwecklos. Okay, okay. Ich denke mir was anderes aus. Ich glaube, dass ich mir eher das Messer ruiniere, bevor ich diese riesige Klappe aufbekomme. Das könnte sein und das ist ja dein heiß und innig geliebtes Messer. Fangglas? Nee, geht nicht. Dann gehen wir weiter. Tschüss, wir sind später wieder da. Woher weiß die eigentlich, wie ein Mensch aussieht, die Muschel? Die hat da noch nie einen gesehen, schätze ich mal. So. Eine große Büste aus ungewöhnlichem Stein. Immer diese leuchtenden Pflanzen. Dem Wesen, das hier für Modell gestanden hat, möchte ich nicht gern begegnen. Da blinkt doch was. Nee, das ist nur... Da blinkt auch was. Aber da können wir nichts machen. Zu Muscheln. Da geht's lang und da geht's lang. Gehen wir erstmal da lang. So. Oh, schön ist es hier. Die Ruinen eines antiken Gebäudes. Ich frage mich, wie alt die wohl sind. Ja, wohl sehr alt. Älter wie du auf jeden Fall. Sowas gibt es an Land gar nicht. Nö, das sieht aus wie ein leuchtendes Gehirn, aber in Ordnung. Es sieht nicht so aus, als wäre... Ach doch, ein Steinblock. Den holen wir uns. Man muss können. Wenn Olaf den tragen kann, heißt das. Olaf kann ja nicht alles tragen. Mhm. Jetzt hätten wir einen Stein. Ach nee, ich wollte... Der ist ganz schön schwer, hat aber eine ziemlich glatte Oberfläche. Aha. Das kann nur von Vorteil sein. Aber kombinieren können wir den Stein noch nicht. Macht nichts. Gehen wir zurück zu den Statuen. Und gehen wir mal da lang. Ich kurz das... Oh, wow, wow, wow. Was ist denn das? Hübsch. Habe ich Gänsehaut. Olaf, was war denn das? Sag schon, Junge. Eine interessante Art der Fortpflanzung. Sobald die Frucht reif ist, löst sie sich vom Stängel und steigt an die Oberfläche. Dann explodiert sie wie ein Pulverfass und verteilt so die Samen. Ich kenne mich zwar nicht wirklich aus, aber ich schätze, die Explosion kommt durch den Druckunterschied zustande. Mhm. So geht's ja auch. Man muss sich ja nicht immer menschlich fortpflanzen. Ha? Es geht völlig asexuell. Und in diesem Sinn und mit diesem Bild verabschiede ich mich von euch und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn die Haie hoffentlich den Olaf nicht gefressen haben in der Zwischenzeit. Ciao, macht's gut!